Ja, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung von Climate Changes Health. Unser heutiges Thema ist Ernährung und Gesundheit und passend zum heutigen Thema habe ich auch den Hintergrund ausgewählt. Zum Thema, was wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit und die Leistungsfähigkeit, sondern auch Luft, Wasser, Boden und das Klima. 20% der CO2-Emissionen werden für unsere Ernährung aufgewendet. Unser täglich Brot und besonders unser täglich Fleisch tragen in hohem Maße zur Klimabelastung bei. Mit einer gemüsereichen Kost, viel Obst, viel Getreide, wenig Fleisch und den Umstieg auf Bioprodukte kann man bereits 40% der durch die Ernährung verursachten CO2-Äquivalente einsparen. Mein Name ist Christina Kastner-Frank. Ich bin Allgemeinmedizinerin. Ich bin aktiv bei den Doctors for Future Austria sowie bei den Health for Future Vienna und auch Mitglied der Ärztinnen und Ärzte für gesunde Umwelt. Und ich habe die große Freude, Sie heute durch den Abend zu führen. Unsere nächsten beiden Vortragenden sind der Lorenz Bodner und der Janik Leudin. Die beiden studieren im fünften Jahr an der Medizinischen Universität Wien und engagieren sich auch bei den Doctors for Future Austria. Lorenz ist Stipendiat an der Harvard School of Public Health und wird sich dort wissenschaftlich mit der Umsetzung von nachhaltigen Ernährungsformen beschäftigen. Janiks besonderes Interesse gilt dem therapeutischen Einsatz verschiedener Nahrungsmittel und Ernährungsformen bei chronischen Krankheiten. Da sie sich auch selbst im eigenen Alltag um eine nachhaltige Ernährung bemühen, werden sie ihre Vorträge mit ein paar einfach umsetzbaren Tipps abrunden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da seid. Ich freue mich schon sehr auf den Vortrag und darf jetzt das Wort an euch übergeben. Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Freut uns auch beide sehr, dass wir hier sein dürfen, denn den Janik werdet ihr dann noch gleich zu Gesicht bekommen. Ich teile gleich einmal meinen Bildschirm und darf tatsächlich den heutigen Vortrag dort beginnen, wo er heute Abend nämlich auch enden soll, nämlich auf unserem Teller, und darf eine Frage in die Runde stellen, die ihr auch beantworten könnt, nämlich: Was ist klimafreundlicher eurer Meinung nach? Wir haben ein Vollkornbrot mit 3 Zutaten. Entweder mit 100 Gramm Avocado oder mit 10 Gramm Butter, mit einer Tomate vom spanischen Feld oder aus dem österreichischen Gewächshaus und mit 100 Gramm Wurst oder 100 Gramm Käse. Tatsächlich ist die Kombination folgende: 100 Gramm Avocado sind immer noch klimafreundlicher, also immer im Hinblick auf die CO2-Emissionen, als 10 Gramm Butter. Das heißt, 10-mal so viel Avocado ist nachhaltiger, wenn man so will, als 10 Gramm Butter. Die spanische Tomate, die saisonal geerntet wird, ist fast 10-mal so klimafreundlich. Und Wurst ist tatsächlich nur halb so klimaschädlich wie Käse. Warum das so ist, das werden wir uns jetzt im Detail anschauen. Und zuerst werden wir uns die Frage stellen: Kann ich durch die Auswahl der Nahrungsmittel im Supermarkt überhaupt effektiv CO2 einsparen? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns zuerst einmal unseren Pro-Kopf-CO2-Fußabdruck pro Jahr an. Der ist circa 10 Kilo, zum Rechnen reicht es, laut den nationalen Berechnungen. Und circa 2,5 Tonnen davon sind unsere Ernährung. Hier sieht man eine Meta-Analyse, die vergleicht, im Vergleich verschiedener Studien, vergleicht sie die Anteile der einzelnen Faktoren, die den Gesamternährungsfootprint ausmachen. Und wie man hier auf den ersten Blick sieht, ist ein Faktor größer als alle anderen zusammen. Und das sind die Vorleistungen und die Landwirtschaft selber. Das heißt, die Produktion unseres Essens selbst. Und tatsächlich kann man hier auch, wie wir sehen werden, am meisten einsparen. Platz 2 ist der Endkonsument. Das sind wir selbst, wenn man so will. Das heißt, das ist unser Haushalt, unser Müll. Einsparungsmöglichkeiten hier wären stromsparende Elektrogeräte beispielsweise, saubere Mülltrennung oder auch natürlich kein Essen wegzuwerfen. Und gefolgt werden diese 2 von der Verarbeitung, dem Transport und der Verpackung. Und auch zu denen werden wir was hören. Auch hier kann man einsparen.
Das hat die Frau Hust schon super erklärt. Schauen wir uns nochmal diesen größten Faktor an, die Produktion unserer Nahrungsmittel selber. Und hier sieht man im Vergleich dieser zwei Diagramme, dass tierische Produkte zwar nur etwa 20% unserer konsumierten Nahrungsmittel ausmachen, hier im oberen Diagramm, dass sie aber für fast 70% unserer CO2-Äquivalente verantwortlich sind. 43% des CO2s entfällt dabei allein auf Fleisch. Warum ist das jetzt so? Schauen wir uns das kurz an. Nun, zum einen müssen unsere Tiere ja gefüttert werden. Für ein Kilo Fleisch braucht man schon zwischen 6 und 16 Kilo Futtermittel. Zum anderen entsteht bei der Nutztierwirtschaft einige besonders klimaschädliche Gase, wie das Methan, das, wie ihr vielleicht wisst, entsteht bei der Verdauung von Rindern und ist fast 30 Mal klimaschädlicher. Und das Lachgas entsteht zum einen durch die Düngung von Böden, hier aber besonders durch die Überdüngung entsteht überproportional mehr Lachgas. Aber zu 50% entsteht das Lachgas tatsächlich durch die Exkremente, durch die Ausscheidungen unserer Nutztiere, die ja in diesem Zusammenhang auch nichts anderes sind als organische Dünger. Und wenn man das jetzt alles aufsummiert, dann kommt man zu diesen circa 50%, die man auf unseren Gesamternährungsfootprint einwirken kann, und das wären rund eine Tonne pro Jahr. Siehst du, eine Tonne nicht so schlecht, eins von zehn, nicht? Aber jetzt könnte man fragen, ist das im Vergleich zu den anderen Klimariesen, wie dem Flugverkehr, nicht vielleicht zu vernachlässigen? Ja, also ein Flug von Wien nach Marokko hat tatsächlich, also verbraucht, eine Tonne CO2. Da könnte man das Argument doch umdrehen und könnte sagen, esse ich doch einfach das Ganze her, wie ich will, und verbringe dafür meinen Sommer am Attersee. Funktioniert, hat ja den gleichen Effekt, nicht? Ganz so ist es nicht. Zum einen wäre natürlich das Beste, beides umzusetzen. Zum anderen gibt es noch die sogenannten indirekten Treibhausgase, und die werden von diesen nationalen Inventaren, diesen nationalen Berechnungen, wenig oder überhaupt nicht berücksichtigt. Auch laut dem IPCC übrigens. Diese entstehen, wir haben das Wort im Vortrag von Professor Hust schon gehört, durch Landnutzungsänderungen, durch das Abholzen von Regenwäldern, durch das Trockenlegen von Mooren, durch das Umgraben von natürlichen Wiesenlandschaften, um neue agrarische Flächen zu schaffen. Und da im Boden und in der Vegetation so viel CO2 gespeichert ist, entstehen dabei auch durch kleine Landumbrüche große CO2-Auswirkungen. Am Beispiel Deutschland 2009 bis 2010 wurden 1,5% mehr Nahrungsmittel gegessen. Das entspricht einem absoluten Plus von 10 Kilo pro Jahr, pro Kopf. Und diese 1,5% haben den Ernährungsfootprint um 25% erhöht. Und wenn von diesen 10 Kilogramm, auch von diesen 10 Kilogramm waren circa 3/4 pflanzliche Produkte, mehr Getreide, mehr Obst und Gemüse. Aber auch hier hat dieser geringere Anteil tierischer Produkte den Großteil dieses zusätzlichen Footprints ausgemacht. Wenn man sich das absolut anschaut, dann haben so ein halbes Kilo mehr Hühnerfleisch, ein halbes Kilo mehr Schweinefleisch, 1-2 Kilogramm mehr Milchprodukte pro Jahr den Gesamternährungsfootprint um 15% erhöht, nur um ein Gefühl zu bekommen. Umgekehrt bedeutet das auch, wenn wir jetzt reduzieren würden, wenn wir zu einsparen anfangen, einige haben es schon vielleicht, würden wir zuerst einmal diese indirekten Treibhausgase einsparen. Hier sieht man, dass indirekte Treibhausgase circa 1/4, 20% unseres Gesamternährungsfootprints ausmachen. Das aber, wenn wir zum Beispiel die Hälfte unseres Fleischkonsums einsparen würden, bei sonstiger Anpassung der Ernährung, also sonstigen Mehrkonsum von Milchprodukten, Obst, Gemüse, Getreide und so weiter, wir die Hälfte unserer Einsparungen an diesen indirekten Treibhausgasen machen würden. Deswegen ist es sehr interessant, sich mit denen ein bisschen zu beschäftigen. Und laut dem IPCC, ich würde es selber nicht glauben, dem höchsten Gremium im Punkt zu Klimawandel, gehen, wenn man diese indirekten Treibhauseffekte einrechnet, die oft eben nicht berücksichtigt werden, gehen bis zu 37% der globalen Treibhausgasemissionen auf Ernährungssysteme, was Ernährung damit zum größten Sektor überhaupt machen würde. Was mich davon überzeugt hat, mich wieder mehr mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz auseinanderzusetzen, war ein Vortrag zum Thema Umwelt und Gesundheit von
vom bekannten Arzt und Medizinkabarettisten Dr. Eckhard von Hirschhausen. Vielleicht war sie beim Vortrag sogar dabei. Er war im AKH. Und in dem Vortrag hat er halt in einer guten Mischung aus lustig und nachdenklich einen Vortrag gehalten, so wie Eckhard das halt macht. Und eine Anekdote ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Er hat nämlich von einem Treffen mit Jane Goodall erzählt, der berühmten Verhaltensforscherin, die mit unseren evolutionär nächsten Verwandten, den Schimpansen, wirklich gemeinsam im Urwald gelebt hat. Und er hat von diesem Treffen erzählt und hat das Gespräch ein bisschen Revue passieren lassen. Jane Goodall hat ihn nämlich damals gefragt: Eckhard, eine Sache verstehe ich nicht. Der Mensch hält sich doch immer für die Krone der Schöpfung. Aber warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Und eine der besten Antworten, die ich darauf gefunden habe, ist, weil unser Appetit zu groß ist. Derzeit hat Deutschland 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Aufgrund der erhöhten Nachfrage werden weitere 7 Millionen Hektar virtuell importiert. Das ist die Größe Bayerns, des größten deutschen Bundeslandes, die Gesamtfläche. Und allein von 2009 bis 2010 hat dieser Mehrbedarf an Nahrungsmitteln noch einmal zu virtuellen Importen der Größe Vorarlbergs geführt. Und alles aus dem Ausland natürlich. Von allen virtuellen Importen sind 40% Soja. Fast 90% dieses Sojas stammt aus Südamerika. Und 90% des Sojas weltweit geht in die Tierfütterung. Ich weiß, dass das Gericht kursiert, die Veganer würden den Regenwald aufessen, weil sie so viel Soja essen. Höchstens zu 10%. 90% des Sojas weltweit geht in die Tierfütterung. Brasilien ist dabei der Nummer 1 Soja-Exporteur. Und innerhalb von 10 Jahren wurden im Amazonas und im Cerrado, einer anderen natürlichen Waldlandschaft, 2/3 der Fläche Deutschlands gerodet, um neue Fläche für unsere Nutztierhaltung zu schaffen. Die EU ist der Nummer 2 weltweite Soja-Importeur. Das hat mich auch erstaunt, das zu lesen. Wir quasi ernähren unsere österreichischen Nutztiere mit diesem Soja. Und 20% laut dieser innovativen Studie, die Satellitenbilder analysiert hat, 20% dieser Sojaimporte sind von illegal gerodeten Flächen. In Summe gehen so 91% der Zerstörung des Amazonas direkt oder indirekt auf die Viehwirtschaft zurück. Dabei gibt es allen Grund, hoffnungsvoll zu sein, denn die Hälfte des Regenwalds ist noch da. Und wenn wir uns fragen, ob wir was dafür tun können, dann ist die Antwort ja. Denn wenn man das Prinzip der indirekten Treibhausgase versteht, dann weiß man, dass auch umgekehrt hier viel bewirkt. So würde schon eine Halbierung des Fleischkonsums bei sonstiger Anpassung der Ernährung kurzfristig 300 Millionen Tonnen an indirekten CO2 freisetzen und die Fläche ganz Niederösterreichs an natürlichen Flächen schützen. Und durch diese Sojaachse von besonders Brasilien, aber auch Argentinien zur EU, würde mehr als 1/3 dieser Fläche in Südamerika liegen und damit direkt die grüne Lunge unseres Planeten schützen. Das Interessante an dem Betrieb der indirekten Treibhausgase ist, dass das sowohl funktioniert, wenn alle Menschen ihren Konsum etwas reduzieren, als auch wenn einige Menschen sehr nachhaltig leben, weil die dann sozusagen die indirekten Treibhausgase diesen erhöhten Druck auf immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen für ihre Mitmenschen mit einsparen. Summa summarum kann man sagen, wer tierische Produkte reduziert, spart bis zu 2 Tonnen inklusive der indirekten Treibhausgase, das ist schon 8-mal hin retour Berlin-London, spart 50% seines Gesamtwasserverbrauchs ein und 1/3 seines Stickstofffußabdrucks und spart jedes Jahr, und das bedarf dann noch einiger Kommentare, spart, wenn er sich richtig ernährt, jedes Jahr hunderte Quadratmeter an Wald- und Graslandschaft jedes Jahr ein. Somit ist pflanzenbetonte Ernährung wirklich ganzheitlicher Umweltschutz, Schutz von Klima, Trinkwasser und natürlichen Flächen und damit schon ein bisschen mehr als ein Flug weniger im Sommer. In Anbetracht der Herausforderungen der Klimakrise kann man oft ein bisschen mutlos werden und kann das Gefühl bekommen, ich kann doch nicht allein die Welt retten, oder? Tatsächlich sind wir nicht allein. Der globale Bedarf, die globale Nachfrage nach Fleisch steigt weiter an, aber tatsächlich langsamer als noch vor 10 Jahren. Und in einigen europäischen Ländern ist in den letzten Jahren eine Trendwende zu beobachten.
Besonders die junge Generation tut sich hier hervor, die zu 13% vegan oder vegetarisch lebt. Weitere 26%, das ist übrigens doppelt so viel als in der Gesamtbevölkerung. Weitere 26% ernähren sich flexitarisch, essen vielleicht einmal pro Woche Fleisch. Weitere 44% der Allesesser wollen ihren Fleischkonsum künftig reduzieren. Und das wirklich Spannende an dieser Analyse der Uni Höttingen ist, dass ein Drittel erst im vergangenen Jahr auf fleischlos umgestellt hat, derer, die jetzt vegan oder vegetarisch sind. Hier sehen die Autoren der Studie einen starken Zusammenhang mit der Umweltbewegung, besonders auch mit den Fridays. Und tatsächlich sehen Veganer und Vegetarierinnen ihre Ernährung als mehr als eine persönliche Entscheidung, als ein politisches und auch persönliches Statement, das sich zur Umwelt bekennt. So sind 75% der Veganerinnen und 50% der Vegetarierinnen sehen sich als Teil der Umweltbewegung. Gut, ich hoffe, es ist rübergekommen, dass man mit Ernährung viel machen kann. Aber jetzt Klartext. Schauen wir uns einzelne Lebensmittel an und deren Fußabdruck. Und zwar innerhalb ernährungsphysiologisch vergleichbarer Gruppen. Und immer anhand des CO2. Fangen wir an mit Obst. Wir beginnen oben in der Tabelle und da sieht man, dass regionale und saisonale Produkte, wie wir es auch schon gehört haben, besonders in dieser Kombination, die besten CO2-Fußabdrücke haben. Spannenderweise hat aber auch saisonales Obst aus Nachbarländern einen sehr guten CO2-Abdruck. Und selbst der regionale gelagerte Apfel hat trotz einer relativ energieaufwendigen Lagerung immer noch einen ziemlich guten, auch im April noch, einen ziemlich guten Fußabdruck. Tropische Früchte, die mit dem Frachtschiff zu uns kommen, die so relativ weite Distanzen überwinden müssen, aber mit dem Frachtschiff, das relativ energieeffizient ist, transportiert werden. Die Banane, die Kiwi, ein Apfel aus Neuseeland, viele Ananas haben einen mittleren Fußabdruck. Und tropische Früchte, die mit dem Flugzeug zu uns kommen, das sind vor allem, ich finde, für mich ist es ein bisschen, je tropischer, desto mehr geflogen. Also je exotischer, desto mehr geflogen. Papaya, Passionsfrucht, Physalis, aber leider auch einige unserer Winterbeeren kommen mit dem Flugzeug zu uns. Und die haben deswegen den höchsten CO2-Fußabdruck. Interessanterweise schneiden im Durchschnitt gefrorene Beeren da besser ab. Beim Gemüse schaut es relativ ähnlich aus. Deswegen können wir schnell drüber gehen. Gemüse kann man noch eine Spur besser lagern, weswegen gut lagerbare Sorten oder auch Wintergemüse, wie wir gehört haben, Kohl, aber auch rote Rüben, einen exzellenten Fußabdruck haben. Und auch die Tomate, die saisonal aus Südeuropa zu uns kommt, ist noch ganz gut dabei. Im Mittelfeld liegen so Avocado, Paprika und Spargel. Das ist immer quasi das durchschnittliche Nahrungsmittel. Die böse Avocado, die viel gescholten ist, klimamäßig tatsächlich gar nicht so schlecht. In anderer Hinsicht, hinsichtlich dem Anbau in Monokulturen, dem großen Wasserverbrauch, besonders in Ländern, die natürlich wenig Wasser haben, ist sie schon wieder weniger gut. Aber hinsichtlich des CO2 ist die Avocado tatsächlich nicht so schlecht. Und das einzig wirklich rote Gemüse ist unsere österreichische Tomate aus dem beheizten Gewächshaus, die fast 10-mal so viel CO2 verbraucht wie eine frische Tomate. Getreideprodukte sind alle relativ gut, Brot relativ gut, besonders natürlich regionales Getreide, wie jetzt hier so ein Buchweizen wächst bei uns, hat einen sehr guten Fußabdruck innerhalb der Gruppe. Hier sieht man sehr schön, dass je höher der Verarbeitungsgrad, desto höher auch der Fußabdruck. Das heißt, Feinbackwaren, sowas wie Croissants oder so, haben schon einen deutlich höheren Abdruck, circa 1 Kilo mehr pro Kilogramm Produkt. Und der Ausreißer nach unten ist tatsächlich der Reis. Da beim Reis als einem der wenigen pflanzlichen Produkte, meines Wissens überhaupt das einzige, in größeren Mengen Methan auf den Feldern entsteht. Deswegen könnte man sich überlegen, das durch regionale Produkte, wie zum Beispiel hier so der Buchweizen, zu ersetzen. Schauen wir uns fetthaltige Nahrungsmittel an. Hier schneiden pflanzliche und unverarbeitete Fettquellen am besten ab. Walnüsse und Leinsamen, wir haben schon über Omega-3 geredet, enthalten sehr viel Omega-3. Wenn auch ein bisschen ein anderes als im Fisch drin ist, aber sehr viel Omega-3 und sind dazu auch noch sehr, sehr nachhaltig. Margarine und Olivenöl sind so in der Mitte drinnen. Und darauf möchte ich jetzt besonders hinweisen, gerade das Öl ist einer der Gründe, warum der vegane Flächenabdruck zum Beispiel tatsächlich ein bisschen schlechter aussehen könnte,
wenn wir unsere Kalorien sehr viel über pflanzliche Öle zu uns nehmen. Die haben einen hohen Flächenfußabdruck zum Teil, einen hohen Wasser- und einen hohen Stickstoff- und Phosphatfußabdruck im Gegensatz zu Obst und Gemüse und eigentlich auch Getreide. Das heißt, auch wenn sie vom Klima, also von den Treibhauseffekten her ganz okay sind, würde sich hier in puncto Umwelt eine Einsparung schon noch lohnen. Und Butter ist Butter und Biobutter noch mehr ist hinsichtlich dem CO2 der Spitzenreiter in dieser Gruppe. Schauen wir uns Milch und Milchersatzprodukte an. Milchersatzprodukte, das hat mich selber sehr erstaunt, schneiden deutlich klimafreundlicher ab als Milchprodukte. So hat zum Beispiel Hafer, Mandel und Sojamilch circa ein Kilo CO2 weniger im Vergleich zu Vollmilch. Bei veganem Käse sind sogar 4 Kilo pro Kilogramm Produkt. Und zu guter Letzt unsere Proteinträger, auch hier pflanzliche Proteinträger besser, besonders auch hier unverarbeitete pflanzliche Proteinträger wie Hülsenfrüchte schneiden sehr gut ab. Auch leicht verarbeitete Hülsenfrüchte wie Tempeh und Tofu sind ziemlich gut dabei und selbst aus der Dose und gefroren sind sie im Vergleich innerhalb der Gruppe noch ziemlich gut dabei. Im Mittelfeld liegen vegane Ersatzprodukte, gefolgt von Wurst und Ei, und Fisch und Fleisch haben hinsichtlich des CO2 unseren größten Fußabdruck. Fisch noch eine Spur besser, wobei, wie man sieht, es eine große Spannweite gibt. Von 4 Kilo so im Durchschnitt bis zu 10 Kilo, wenn man Wildfangspezialitäten wie vielleicht Kabeljau oder so konsumiert. Das heißt, der nachhaltigste Fisch ist sicher Fisch aus Österreich an erster Stelle und an zweiter Stelle Fisch aus nachhaltiger Fischerei, wie mit dem MSC-Siegel oder nachhaltiger Aquakultur. Schweine-Hühnerfleisch ca. 5 Kilo und Rindfleisch, wie wir auch schon gesehen haben, der Spitzenreiter mit 14 und 22 Kilo. Dass hier Bioprodukte, besonders die tierischen Bioprodukte, schlechter abschneiden, soll nicht zu dem voreiligen Schluss führen, dass Bio jetzt schlecht ist, sagen übrigens auch die Autoren der Studie. In anderer Hinsicht, wir haben gehört, die regionale Wirtschaft, wir haben hinsichtlich des Pestizideinsatzes oder auch der Düngemittel, die dann in einer anderen Baustelle auch wieder zum Beispiel Lachgas produzieren, ist Bio sicher deutlich besser. Unsere Klimakrise wird die Umstellung auf Biofleisch halt vermutlich nicht für uns lösen. Gut, ein schnelles Takeaway. Europäisches Obst und Gemüse aus saisonaler Ernte hat fast immer eine gute CO2-Bilanz. Das kann man sich echt mitnehmen. Innerhalb von Europa wird nicht geflogen. Innerhalb Europa kommt das Ganze mit dem LKW, der Bahn oder dem Hochseeschiff. Und die sind um ein Vielfaches klimafreundlicher als das Flugzeug. Noch besser ist natürlich regional und saisonal, am besten beides. Deswegen habe ich im Kühlschrank einen Saisonkalender hängen. Jetzt im nächsten Monat, im April, kommen frischer Spinat, Spargel saisonal dazu, die dann alle einen spitzen Fußabdruck haben. Also diesen Saisonkalender, man kann einfach einen googeln oder auf Ecosia suchen. Ich finde den von regionalsaisonal.de sehr gut. Ihr kriegt übrigens am Ende unsere Folien, also müsst euch auch von den Produkten jetzt da nichts merken. Frieren ist besser als Fliegen, haben wir gesehen. Bei den Beeren zum Beispiel ist die gefrorene Beere tatsächlich besser als die Winterbeere häufig. Und unverarbeitete Produkte sind deutlich klimagünstiger. Das macht wirklich noch was aus. Zum einen wegen dem Öl, zum anderen einfach die Verarbeitung selber braucht viel CO2. Schon von Mehl auf Feinbackwaren ist es plus 1 Kilo. Von Hülsenfrüchten auf veganem Fleisch ist auch circa 1 Kilo mehr. Also das macht schon nochmal einiges aus. Und einen guten CO2-Rechner gibt es auf klimataria.com. Da könnt ihr euch eure Nahrungsmittel so ein bisschen wie wir am Anfang selbst auf euren Klimateller ziehen. Jetzt wechseln wir ein bisschen die Gänge und ich leite zum Yannick über und wir stellen uns nochmal die Frage, ist jetzt eine nachhaltige Ernährung überhaupt gesund? Und da nehmen wir jetzt einmal die nachhaltigste Ernährung vor, die wir jetzt hier gefunden haben, eine pflanzenzentrierte, eher unverarbeitete Nahrung. Ist die überhaupt gesund? 2005 hat ein Artikel im National Geographic Magazine für großes Aufsehen gesorgt. Hier behauptet die Arbeitsgruppe von Dan Büttner, 5 Regionen weltweit ausfindig gemacht zu haben, in denen die Menschen länger und gesünder leben als überall sonst auf der Welt. Die sind nicht etwa beieinander, diese Regionen, die sind auf dem ganzen Globus verteilt. Eine Region in Sardinien, in Italien gehört dazu, die Okinawa-Insel in Japan zum Beispiel. Und tatsächlich
erleiden die Menschen dort nur einen Bruchteil der chronischen Krankheiten, der non-communicable diseases, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, aber auch psychische chronische Krankheiten wie Depressionen. Und die Chance, über 100 zu werden, ist in diesen Blue Zones bis zu 5%. Man hat recht eingehend untersucht, wie die Menschen dort leben und ist auf einige erstaunliche Gemeinsamkeiten gestoßen. Die Menschen in den Blue Zones leben in Gemeinschaften eingebunden. Ihnen ist Familie sehr wichtig. Sie leben in Wertegemeinschaften zum Teil. Sie arbeiten viel und arbeiten viel an der frischen Luft. In Sardinien sind die Männer in dieser Region traditionell Hirten zum Beispiel. Und sie ernähren sich zu 95% von unverarbeiteten pflanzlichen Nahrungsmitteln. Fleisch wird wirklich kaum gegessen, Fisch und Milchprodukte gelegentlich. Geht es ein bisschen wissenschaftlicher, werden sich jetzt vielleicht einige denken. Natürlich, ja, einige Menschen in weit entfernten Regionen essen viel Gemüse und Obst und werden uralt. Aber was sagt die Wissenschaft? Die größte Studie zu Risikofaktoren überhaupt auf Tod und durch Krankheit verlorene Lebensjahre, die Global Burden of Disease Study, übrigens aus der Bill und Melinda Gates Stiftung, ist zu dem Schluss gekommen, dass Ernährung der größte weltweite Risikofaktor ist, auf Tod und durch Krankheit verlorene Lebensjahre. Und da ist Unterernährung, das heißt sozusagen das arme Kind in Afrika, das nichts zu essen hat, das ist da noch nicht einmal dabei. Das zieht sich durch alle Länder, durch alle sozioökonomischen Schichten. Und das wirklich Spannende ist, dass wenige Einzelfaktoren, einzelne Ernährungsfaktoren, einen Großteil der verlorenen Jahre ausmachen und auch des Gesamt-Ernährungsrisikofaktors. So finden wir unter den Top 15 in der Global Burden of Disease Study 7-mal die zu geringe Aufnahme pflanzlicher Nahrungsmittel, zu wenig Vollkorn, zu wenig Früchte, zu wenig Samen und so weiter. Wie ihr seht, sind das besonders unverarbeitete Nahrungsmittel, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Früchte. Und 5-mal die zu hohe Aufnahme tierischer oder verarbeiteter Lebensmittel. Zu viel Fleisch, zu viel rotes Fleisch, zu viele Transfette, zu viel Salz und zu viele zuckergesüßte Getränke. In diesem Trend gibt es 2 Ausnahmen. Und das ist der Omega-3 aus dem Fisch und die Milchprodukte. Die sind aber tatsächlich auch laut den Autoren der Global Burden of Disease Study nicht ganz unkontroversiell. Zum einen ist natürlich die Frage, wie viel immer, nicht? Wie wir an den Menschen in den Blue Zones sehen, scheinbar braucht es nicht sehr viel. Aber auch hinsichtlich des, vor allem das Omega-3 aus dem Fisch sind vor allem die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die können aus den kurzkettigen, zum Beispiel aus Nüssen oder Samen, schon auch im Körper produziert werden. Allerdings muss da schon das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis recht gut stimmen. Tatsächlich gibt es aber auch für diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren große Studien, die einen Effekt finden, große Studien, die keinen Effekt finden, vor allem auf das kardiovaskuläre Risiko. Es ist nicht ganz unkontroversiell. Auch das Studiendesign spielt hier hinein. Wenn ihr uns am Ende noch fragt, erzählen wir euch noch mehr darüber. Aber Fisch ist auf jeden Fall eher auf der positiven Seite. Über die Milchprodukte wird noch der Yannick mit euch reden. Und sehr spannend ist, was die Autoren jetzt aus dieser Studie schließen. Sie sagen zum einen, dass die Ernährungspolitik in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich sich auf einzelne Nährstoffe gestürzt hat. Weniger Zucker, weniger Fette, Low Fat, wie es im Supermarkt halt ist. Dass aber tatsächlich die größten Einflüsse auf unsere Gesundheit von ganzen Nahrungsmitteln ausgehen. Mehr Vollkorn, mehr Früchte, mehr Nüsse, weniger verarbeitetes Fleisch. Also mehr ganze Produkte, vor allem ganze unverarbeitete Pflanzen mehr. Das hat wirklich den größten Effekt. Und zum einen sagen sie, dass sowohl für die Gesundheit als auch für die Umwelt, was sehr sympathisch ist, in einer Studie, wo es nicht um Umwelt geht, eine Hinwendung von einer eher verarbeiteten und tierischen Nahrung zu einer unverarbeiteten wirklich enormes gesundheitlich bewirken würde. In diesem Zusammenhang, in dem Begriff von der Maximierung oder der Zentrierung der Ernährung um ganze unverarbeitete pflanzliche Produkte, wurde ein Begriff geprägt, nämlich die Whole Food Plant-Based Diet, die auch in vielen Studien spannend untersucht wurde. Darüber erzählt euch dann der Yannick mehr. Ich darf sie euch kurz vorstellen. Die einfachste Definition eines Whole Food ist nichts Gutes weg und nichts Schlechtes hinzu. Und ihr werdet sehen, viel komplizierter ist es auch schon nicht. Diese Ernährungsform verzichtet komplett auf Low Carb oder Low Fat durch eine vielfältige Variation von von unverarbeiteten pflanzlichen Nahrungsmitteln, durch die Zentrierung der Ernährung um eine Variation
unverarbeiteter pflanzlicher Nahrungsmittel entstehen relativ natürlich sehr physiologische Verhältnisse von Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, wie sie auch momentan in unserer Ernährung nicht ganz so optimal sind, wie die Frau Professor Rust sicher bestätigen kann. Und zum anderen bedeutet unverarbeitet nicht unzubereitet, da viele der sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, wir werden sie noch kennenlernen, sie sind für viele der gesundheitsförderlichen Effekte einer pflanzlichen Ernährung verantwortlich. Viele bleiben tatsächlich beim Kochen erhalten. Das heißt, es geht auch nicht um Rohkost. Es geht tatsächlich um diesen Schwerpunkt. Schauen wir uns einige Beispiele an. So wären sowohl Hafer, Haferflocken und Vollkornhafermehl ein Whole Food. Tomaten und gekochte und gewürfelte Dosentomaten wären in gesundheitlicher Hinsicht auch ein Whole Food, da spannenderweise die Dosentomaten sogar durch diesen leichten Verarbeitungsprozess mehr von dem antioxidativen Farbstoff Lycopen, der die Tomate übrigens rot macht, enthalten. Mandeln und Mandelmus wären ein Whole Food und die parallelen verarbeiteten Produkte wären weißes Mehl, gefilterter und gesalzener Tomatensaft und Mandelmilch. Wichtig ist jetzt hier, dass das eine gute Faustregel ist. Die praktische Entscheidungsfindung im Supermarkt erleichtern. Man muss einerseits nicht extrem werden und andererseits bedeutet es auch nicht automatisch, dass verarbeitete Produkte automatisch schlecht sind. Hier ist nicht gesagt, dass Mandelmilch schlecht ist. Es ist gesagt, dass Mandeln mehr Nährstoffe enthalten als Mandelmilch. Schauen wir uns kurz an, warum unverarbeitet aus ernährungsphysiologischer Sicht. Zum einen sind viele Vitamine und Mineralstoffe nur im ganzen Nahrungsmittel erhalten. Das beste Beispiel ist zum Beispiel der geschälte Reis, der ja fast nur noch aus Stärke besteht. Und all die Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe wurden quasi weggeschält. So ist eine der klassischen Vitaminmangelerkrankungen, Beriberi, übrigens im 19. Jahrhundert entstanden. Wir beginnen erst zu verstehen, da gibt es spannende Studien, dass Nährstoffe, Mikro- und Makronährstoffe zusammen und auch Mikronährstoffe untereinander oft erst durch ihr Zusammenspiel ihre gesundheitsförderliche Wirkung entfalten. Das beste Beispiel hierfür sind die Antioxidantien. Ist euch wahrscheinlich allen ein Begriff, nur ganz kurz, oxidative Prozesse spielen in vielen physiologischen Vorgängen eine Rolle, bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien, bei der Entzündung, das ist normal. Wenn es allerdings zu einem Überwiegen dieser oxidativen Prozesse kommt, verstärkte Entzündung beispielsweise, dann kann es zu, können einige Krankheitsprozesse dadurch bedingt werden. So sind zum Beispiel nachweislich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebserkrankungen werden durch oxidativen Stress mitbedingt. Und eine gesunde Ernährung, jedes Stück Obst und Gemüse enthält natürlicherweise 1000 verschiedene Antioxidantien, unterstützt das körpereigene antioxidative System und wirkt somit nachweislich diesen Krankheitsprozessen, kardiovaskulären Erkrankungen, Krebserkrankungen und selbst dem natürlichen Alterungsprozess zu einem gewissen Grad entgegen. Einzelne von diesen Antioxidantien jetzt zu supplementieren, hat sich nicht nur zum Teil als wirkungslos erwiesen, zum Beispiel beim Vitamin C. In Einzelfällen sind diese einzelnen Supplementationen sogar schädlich. Vitamin A hat ein erhöhtes Dickdarmkrebsrisiko zum Beispiel gezeigt. Vitamin E ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und zu guter Letzt haben auch nicht resorbierbare Stoffe eine Wirkung. Bestes Beispiel sind die Ballaststoffe, die wirklich ganz zu Unrecht so heißen. Die haben nämlich eine Fülle gesundheitsförderlicher Wirkungen. Sowohl lokal wirken sie verdauungsfördernd und bilden Nahrungsgrundlage unserer Darmflora, als auch systemisch konnte ein verringertes kardiovaskuläres Risiko, ein verringertes Dickdarmkrebsrisiko, eine bessere Blutzuckerregulation durch die langsamere Magenentleerung und somit ein geringeres Diabetesrisiko nachgewiesen werden. Also alles andere als nutzlos, auch wenn es jetzt nicht resorbiert wird. Tatsächlich bekommen wir das all diese Aspekte nur durch eine unverarbeitete pflanzliche Kost. Das ist typischerweise in Vollkorn, sind Ballaststoffe, in Hülsenfrüchten, in Obst und Gemüse. Leider erfüllen nur 15% der Österreicher erreichen den erforderlichen Mindestwert überhaupt an der täglichen Ballaststoffzufuhr. Nur einige Beispiele hierzu. Leinsamen oder Leinöl. Geschrottete Leinsamen sind das neue Superfood, senken nachweislich den LDL-Spiegel. Für Leinöl konnte dieser Effekt nicht gezeigt werden. Datteln bestehen zwar zu 80% aus Zucker, trotzdem verbessern sie tatsächlich in dieser Studie die Blutzuckerregulation, verbessern den Cholesterinspiegel, erhöhen das oxidative Potenzial. Das Ganze ist scheinbar doch ein bisschen mehr als die Summe seiner Teile.
Warum genau pflanzlich? Ihr erinnert euch an die Studie von Chen und Al aus dem Jahr 2019, von der die Frau Professor Hust vorgestellt hat. Und diese Studie hat man sehr schön gesehen, je mehr pflanzliche Nahrungsmittel in der Ernährung sind, desto geringer der Anteil der durch Krankheit und frühzeitigen Tod verlorenen Lebensjahre. Je proteinreicher die Nahrung, je fleischorientierter, desto höher diese Jahre. Es gibt einige Kontroversen, über die wird der Janik noch ein bisschen reden, aber das ist die Tendenz. Was sind die gesundheitsförderlichen Stoffe einer pflanzlichen Ernährung? Es sind häufig die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Dazu gehören zum Beispiel die Antioxidantien, wir haben sie schon kennengelernt. Spitzenreiter sind hier zum Beispiel Beeren, die extrem viele Antioxidantien enthalten, auch grünes Gemüse. Andere sekundäre Pflanzenstoffe wirken antikarzinogen. Hättet ihr euch gedacht, dass die tägliche Einnahme von Brokkoli das Brustkrebsrisiko signifikant senken kann? Man hat einige aktive Stoffe isoliert, einige wirken entgiftend, indem sie Karzinogene in der Leber entgiften, andere wirken hormonmodulierend, östrogenmodulierend, was vielleicht das Brustkrebsrisiko erklärt. Das scheint übrigens ein Gruppeneffekt zu sein. Alle Gemüsesorten aus der Gruppe der Kreuzblütler, Brokkoli, Kohl, Kraut, eigentlich das Gemüse, was bei uns das ganze Jahr verfügbar ist, gehört zu den gesündesten Nahrungsmitteln überhaupt. Eine vollwertige pflanzliche Ernährung schafft es, scheinbar gegensätzliche Phänomene in Einklang zu bringen. So wirkt eine pflanzliche Ernährung nachweislich immunstärkend und antiinflammatorisch. Beispielsweise die Phytate, eine Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe in Bohnen und in Vollkorn zum Beispiel, wirkt durch Aktivierung natürlicher Killerzellen nachweislich immunstärkend. Auf der anderen Seite wirkt Vollkorn nachweislich antiinflammatorisch, senkt den CRP-Spiegel beispielsweise. Eine pflanzliche Ernährung wirkt antithrombotisch. Das ist eine der geilsten Studien, die ich gefunden habe. Acetylsalicylsäure ist wohl das bekannteste antithrombotische Medikament. Hättet ihr euch gedacht, dass Menschen, die viel Obst und Gemüse und vor allem viele Gewürze wie Curry oder Kreuzkümmel essen, Salicylsäurespiegel im Bereich von Menschen einer niedrig dosierten Aspirintherapie haben? Gleichzeitig werden die Nebenwirkungen bei Menschen mit einer pflanzenzentrierten Ernährung nicht gefunden. Sie haben zum Beispiel kein erhöhtes Magenulkusrisiko, da andere pflanzliche Mediatoren wie Stickstoffmonoxid, was wir noch kennenlernen werden, schleimhautprotektiv wird. Sie wirkt antiatherosklerotisch. 3 und mehr Portionen Nüsse halbiert das kardiovaskuläre Risiko. Grüne Pflanzen wirken durch die Freisetzung von Stickstoffmonoxid, besonders grüne Pflanzen, aber eigentlich jedes Obst und Gemüse, wirken antihypertensiv. Durch die Freisetzung von NO beispielsweise, einem Mediator, der vasodilatierend wirkt, wirken sie senkend auf den Blutdruck. Und dass sie antidiabetisch wirken kann, das haben wir bei den Datteln schon gesehen. Sie kann abschließend gewichtsbalancierend wirken. In dieser Studie an KHK-Patienten hat man Menschen nach dem Herzinfarkt nur auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung umgestellt, ohne die Kalorien einzuschränken. Und es kam zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme von 10 Kilo. Und probiotisch und verdauungsfördernd wirkt sie auch. In Summe noch einmal die gesündesten Nahrungsmittel, und das ist auch meine letzte Folie, auf die ich natürlich nicht mehr jetzt im Detail eingehen werde. Sie sollten euch schon ein bisschen bekannt vorkommen. Die Arbeitsgruppe von Dr. Greger, einem bekannten amerikanischen Public Health Arzt, hat diese aus Zehntausenden Ernährungsstudien destilliert. Zu diesen Nahrungsmitteln gibt es die meiste Evidenz hinsichtlich der gesundheitsförderlichen Effekte. Und für Portionsgrößen beispielsweise und weitere Infos zu der Whole Food Plant-Based Diet empfehle ich euch nutritionfacts.org, seine Website. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und gebe an den Janik weiter. Der Lorenz hat euch ja jetzt schon sehr gut erklärt, wie eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung ausschaut und warum sie so gesund ist. Worauf ich jetzt noch genauer eingehen werde, ist, welche chronischen Erkrankungen man mit diesen Ernährungsformen verhindern und sogar therapieren kann. Warum ist das so wichtig? Chronische Erkrankungen sind die häufigste Todesursache weltweit. Während sie 1990 noch erst etwa die Hälfte aller Todesursachen weltweit ausmachten, waren das knapp 30 Jahre später bereits über 70%. Welche chronischen Erkrankungen sind im Speziellen, auf die ich heute eingehen werde? Das sind einmal vor allem die kardiovaskulären Erkrankungen, die zu 75% auf modifizierbaren, das heißt veränderbaren Ursachen beruhen. Und dann ist es noch der Krebs.
auf den ich gegen Ende noch etwas eingehen will. Beginnen möchte ich das Ganze mit einer recht beeindruckenden Studie, die im JAMA veröffentlicht wurde und sehr schön zeigt, was man mit einer drastischen Ernährungsumstellung erreichen kann. Und zwar wurden hier 48 Probanden mit einer bereits bestehenden koronaren Herzkrankheit rekrutiert und in zwei Gruppen randomisiert. In der Interventionsgruppe ernährten sich die Probanden pflanzenbetont und vollwertig. Außerdem führten sie regelmäßig Entspannungsübungen durch und trieben moderat Sport. Was waren hier die Ergebnisse? Nach nur einem Jahr konnte die Häufigkeit der Angina pectoris-Episoden um über 90% reduziert werden. Der mittlere LDL-Cholesterinabfall lag bei 37%. Und nach 5 Jahren konnten die kardialen Events in der Interventionsgruppe bereits um die Hälfte halbiert werden. Besonders faszinierend war, dass die Größe der atherosklerotischen Plaques in den Koronararterien in der Mehrheit der Probanden abnahm. Es gab dann noch einige größere Folgestudien, die zu ähnlichen Ergebnissen kamen. Und insgesamt lässt sich sagen, dass diese pflanzenbetonte, vollwertige Ernährungsform die einzige ist, für die die Umkehr einer koronaren Herzkrankheit festgestellt werden konnte. Ich habe bereits von den Risikofaktoren für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen. Einer der wichtigsten hier ist sicher der Bluthochdruck. In der Global Burden of Disease Study, die der Lorenz vorher angesprochen hat, wurde Bluthochdruck als der größte einzelne Risikofaktor für vorzeitige Tode identifiziert. Das liegt zum einen daran, dass über 30% der erwachsenen Weltbevölkerung an Bluthochdruck leidet und zum anderen daran, dass nur ein kleiner Anstieg von 20 zu 10 mm Quecksilbersäule das kardiovaskuläre Risiko bereits um 50% steigern kann. Die gute Nachricht hierbei ist aber, dass der Blutdruck zu einem großen Teil vom Lebensstil abhängig ist und dass der Gesamteinfluss der Gene nur bei 3,5% liegt. Wenn euch in Zukunft ein Patient fragt, was er tun kann, um seinen Blutdruck zu senken, dann werdet ihr hoffentlich an dieses Diagramm denken, das ich hier erstellt habe. Das Erste, woran man vielleicht denkt, wenn man seinen Blutdruck senken will, ist das Abnehmen. Und ein Gewichtsverlust von 5 Kilogramm kann den systolischen Blutdruck um 4 Punkte senken. Auch eine Salzrestriktion und eine Alkoholrestriktion bewirkt einen guten Effekt, genauso wie ein vermehrter Konsum von Obst und Gemüse und dem Treiben von Ausdauersport. Die sogenannte DASH-Diet, die speziell für Leute mit hohem Blutdruck entwickelt wurde, kann auch eine sehr gute Blutdrucksenkung bewirken. Und zwar wurde diese Diät entwickelt, weil man gesehen hat, dass sich vegetarisch ernährende Menschen im Schnitt niedrigere Blutdruckwerte aufweisen. Allerdings sind in dieser Diät magere Milchprodukte, weißes Fleisch und Fisch erlaubt, weil man eine Diät entwickeln wollte, die für die breite Masse akzeptabel ist. In dieser Meta-Analyse von Yokoyama und Kollegen sieht man sehr gut, dass in allen hier gelisteten Beobachtungsstudien die vegetarischen Ernährungsformen einen besseren Effekt auf die Blutdrucksenkung bewirken konnten als fleischhältige. Gründe hierfür sind einmal die niedrigeren BMIs in sich vegetarisch ernährenden Menschen, auch der höhere Kaliumgehalt. Allerdings auch das Fleisch an sich konnte als Risikofaktor für einen höheren Blutdruck identifiziert werden. Hier habt ihr im Vergleich den Effekt, den eine medikamentöse Therapie auf den Blutdruck haben kann. Noch einen effizienteren Effekt konnte man mit einer Whole Food Plant-Based Diet erreichen. Und zwar waren das hier im Schnitt 18 Punkte. In dieser Studie ernährten sich 1600 Probanden für 7 Tage vollwertig und pflanzenbasiert. Und es konnte hier eine recht beeindruckende Blutdrucksenkung erreicht werden. Und das Ganze ohne Kalorienrestriktion. Und den größten Effekt konnte man in einer anderen Studie zeigen, indem die Probanden für 11 Tage fasteten und nichts anderes als Wasser zu sich nahmen. Hier konnte der systolische Blutdruck sogar um 37 Punkte gesenkt werden. Und besonders beeindruckend war, dass alle Patienten gegen Ende der Studie
ihre Blutdruckmedikation beenden konnten. Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das Blutcholesterin. O'Keefe verglich in seiner Studie die Cholesterinwerte verschiedener indigener Völker. Und man bemerkt sehr gut, dass die Gesamtcholesterinwerte dieser indigenen Völker fast immer unter 130 Milligramm pro Deziliter liegen. Das geht mit LDL-Cholesterinwerten von unter 70 einher. Und was interessant ist, in diesen Naturvölkern sind kardiovaskuläre Erkrankungen eigentlich unbekannt. Es stellt sich die Frage, liegt das überhaupt am Cholesterin? Und die kann mit Ja beantwortet werden. In zahlreichen pharmakologischen Interventionsstudien konnte ein eindeutiger, linearer Zusammenhang zwischen der Höhe des LDL-Cholesterins und dem Risiko für Herzinfarkte gezeigt werden. Was kann man überhaupt tun, um sein Blutcholesterin zu senken? Zum einen hilft es einmal, Transfette zu vermeiden, die in Junkfood, aber natürlicherweise auch in Milchprodukten und Rindfleisch vorkommen. Außerdem hilft das Vermeiden von gesättigten Fettsäuren, die vor allem in tierischen Produkten vorkommen, und das Vermeiden von Nahrungskolesterin, das nur in tierischen Produkten vorkommt. Am besten ersetzt man diese Fette mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Weitere Lebensmittel, die einem helfen können, das Blutcholesterin zu senken, sind der vermehrte Konsum von Ballaststoffen, von Sojaprodukten, von Nüssen und auch von Phytosterinen. Phytosterine sind dem Cholesterin ähnliche Pflanzenstoffe, die zum Beispiel in Sonnenblumenkernen vorkommen und die Cholesterinaufnahme im Darm hemmen können. Wenn man diese vier Nahrungsbestandteile zusammennimmt und in einer Diät kombiniert, erhält man die Portfolio-Diät. Diese Portfolio-Diät wurde in einer randomisiert kontrollierten Studie gegen ein Statin getestet und man hat sich den Effekt auf das LDL-Cholesterin angeschaut. Und das Ergebnis war, dass nach nur 2 Wochen eine sehr starke LDL-Cholesterinsenkung erreicht werden konnte, die zwischen der Statingruppe und der Diätgruppe recht vergleichbar waren, wobei Statine natürlich ihre Nebenwirkungen haben. Ich habe sehr viel von den verschiedenen Fetten gesprochen. Genauso ist aber auch der raffinierte weiße Zucker ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und zwar weiß man, dass sich die kardiovaskuläre Mortalität erhöht, wenn man mehr raffinierten Zucker zu sich nimmt. Außerdem steigt die Inzidenz für Diabetes mellitus Typ 2. Aber ich denke, das wussten die meisten von euch bereits. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass die Inzidenz von Diabetes auch mit dem vermehrten Konsum von verarbeitetem und rotem Fleisch ansteigt. Das konnte in einer sehr großen Meta-Analyse mit insgesamt über 4 Millionen Personenjahren Follow-up gezeigt werden. Und genau, dieser Effekt war für rotes und verarbeitetes Fleisch. Und zu guter Letzt noch einen noch nicht ganz so lange bekannten Risikofaktor für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der sogenannte TMAO. Das TMAO ist ein Metabolit, der entsteht, wenn man Phosphatidylcholin und Carnitin zu sich nimmt. Diese Nahrungsbestandteile werden über die Darmflora und über die Leber zum TMAO metabolisiert. Was ist jetzt das Schlechte am TMAO? Das TMAO aktiviert die Blutplättchen und erhöht das Risiko für Blutgerinnsel. In einer Studie, die im European Heart Journal erschien, konnte das sehr gut gezeigt werden. Und zwar wurden hier die TMAO-Level von Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom gemessen und diese über mehrere Jahre verfolgt. Die Patienten, die hier die höchsten TMAO-Level aufwiesen, die Patienten im vierten Quartil, hatten auch die höchste Gesamtmortalität. Ein interessantes Fakt über das TMAO ist, dass Veganer und Vegetarier
die zum Beispiel zu Weihnachten eine größere Fleischmahlzeit zu sich nehmen, kaum nennenswerte TMAO-Level produzieren, was wahrscheinlich an einer anderen Darmflora liegt. Nun möchte ich wegkommen von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und noch etwas auf das Thema Krebs eingehen. Und hier ist ein recht interessanter Aspekt, den nicht jeder gleich mit dem Thema Krebs verbindet, das Übergewicht. Das Übergewicht hat aber sehr viel mit dem Thema Krebs zu tun, denn es erhöht das Risiko für 13 verschiedene Krebsarten. Warum das so ist, erklärt sich einerseits in dem chronischen Zustand der Entzündung, in dem sich übergewichtige Patienten oder Menschen befinden, und andererseits an verschiedenen Stoffen, die in Fettzellen produziert werden. Einerseits ist es das Östrogen, auch der Insulin-like-Growth-Factor oder Stoffe wie das VEGF, das die Gefäßneubildung fördern kann. Und einer der Krebse, dessen Risiko durch Übergewicht erhöht wird, ist der Dickdarmkrebs. Der Dickdarmkrebs ist der dritthäufigste Krebs in Österreich und auch in vielen anderen Ländern der Welt. Und diesen Krebs kann man sehr stark durch Lebensstil beeinflussen. Neben dem erwähnten Übergewicht spielen auch Alkohol und verarbeitetes und rotes Fleisch eine Rolle. Verarbeitetes und rotes Fleisch stehen aber auch unter Verdacht, das Risiko für Pankreas, Prostata und Magenkarzinom zu erhöhen. Was kann man tun, um sein Risiko zu minimieren? Das ist einerseits das Treiben von Sport, der Verzehr von Vollkornprodukten. Auch für Milchprodukte konnte eine protektive Wirkung gezeigt werden, wobei Milchprodukte auch unter Verdacht stehen, das Risiko für das Prostatakarzinom zu erhöhen, weswegen sie ein zweischneidiges Schwert sind. Und auch Ballaststoffe verringern das Risiko der Entstehung von Dickdarmkrebs. Ich glaube, insgesamt hat sich gezeigt, dass vegane und vegetarische Ernährungsformen sehr gesundheitsförderlich sind. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, ob man über eine vegane Ernährung überhaupt alle essentiellen Nährstoffe zu sich nehmen kann. Und es stimmt, es gibt einige Nährstoffe, die in einer schlecht durchgeführten veganen Ernährung zu kurz kommen können. Das ist einmal zum einen das Protein. Wie viel braucht man davon? Laut WHO braucht man 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein am Tag, was bei einer 70 Kilogramm schweren Person 56 Gramm Protein pro Tag wären. Und dass es kein Problem ist, diese Proteinmenge aus pflanzlichen Produkten zu bekommen, will ich euch in den nächsten Folien zeigen. Im Vergleich habt ihr hier ein paar tierische Produkte und deren Proteingehalt pro 100 Gramm. Hier seht ihr den überraschend hohen Proteinanteil verschiedener gesunder Getreidesorten. Auch Nüsse und Samen enthalten relativ viel Protein, zwischen 18 und 20 Gramm pro 100 Gramm. Und die Hülsenfrüchte, die wirklich sehr vergleichbare Proteinmengen zu den tierischen Produkten haben, mit den Linsen, die sogar 26 Gramm pro 100 Gramm Protein enthalten. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass pflanzliches Protein nicht immer so gut im Darm absorbiert wird wie tierisches und auch nicht immer alle essentiellen Aminosäuren enthält. Allerdings, wenn man verschiedene Proteinquellen zu sich nimmt, ergänzen sich die fehlenden Aminosäuren automatisch. Außerdem konnte eine höhere Mortalität mit einer gesteigerten tierischen Proteinaufnahme gezeigt werden. Der nächste kritische Nährstoff ist das Eisen. Das Eisen, das in Pflanzen vorkommt, ist vor allem das Nicht-Hemeisen, welches schlechter absorbiert wird als das tierische Hemeisen. Man braucht hier man verliert zwischen 1 und 1,5 Milligramm Eisen pro Tag, was umgerechnet 20 bis 30 Milligramm pro Tag an Nicht-Hemeisen wären, die man aufnehmen muss. Man kann diese Absorption verbessern, indem man gleichzeitig Vitamin C-haltige Nahrungsmittel zu sich nimmt und Tee und Kaffee, welche dessen Aufnahme hemmen, eher zwischen den Mahlzeiten konsumiert. Aber wie ihr auch gut auf eure benötigte Eisenmenge kommt durch pflanzliche Nahrungsmittel, zeige ich euch auch in den nächsten Folien. Das Nahrungsmittel, an das ich immer früher gedacht habe, wenn ich an eisenhaltige Nahrungsmittel gedacht habe, war das Rindfleisch, das 2,6 Milligramm pro 100 Gramm enthält. Zum Vergleich seht ihr aber hier den Eisengehalt von grünem Blattgemüse,
das auch recht hoch ist. Trockenfrüchte, Nüsse und Samen enthalten relativ hohe Eisenanteile. Vollkorngetreide enthält viel Eisen, genauso wie die Hülsenfrüchte. Hier im Speziellen die Kidneybohnen, die sogar 8,2 Milligramm Eisen pro 100 Gramm enthalten. Warum sollte man sich die ganze Mühe machen, wenn das Hemeisen so viel besser aufgenommen wird? Ja, das Hemeisen ist einer der Mechanismen, der für das erhöhte Krebsrisiko bei rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch verantwortlich ist und auch für die diabetogene Wirkung. Als letzten, sehr wichtigen Nährstoff möchte ich das Vitamin B12 erwähnen. Es wird nur von Bakterien und Mikroorganismen produziert. Man geht davon aus, dass wir früher das meiste von unserem Vitamin B12 über das Wasser aufgenommen haben, was heute nicht mehr der Fall ist, weil das Wasser aufbereitet und gefiltert wird. Wiederkäuer produzieren Vitamin B12 über die Darmflora. Hühner und Schweine müssen es aber genauso wie wir Menschen von außen aufnehmen, weswegen es ihnen oft ins Futter gemischt wird. Veganer können sich diesen Zwischenschritt sparen und das Vitamin B12 direkt supplementieren, was sie aber auch unbedingt machen sollten, da zwar erst nach vielen Jahren, aber es ist möglich, dass sich da Mangelerscheinungen entwickeln, wenn man sie nicht supplementiert. Und das kann man ganz einfach jeden Tag oder auch nur einmal die Woche mit einer höheren Dosis machen. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Eine Frage ist, wie schaut es mit der mal beheizten Gemüse zum Beispiel aus der Südsteiermark aus? Ja, da habe ich jetzt keine Daten gefunden, das ist klar. Also prinzipiell gibt es noch schlechtere CO2-Ausstöße, je höher der Anteil an fossilen Brennstoffen ist, die für das sozusagen für das Heizen des Treibhauses in dem Fall, genau, also für die Wintertomate gebraucht wurden. Tatsächlich dürften diese Sachen schon besser sein. Tatsächlich sind sie auch im Schnitt, werden die Tomaten besser. Also in älteren CO2-Analysen schneiden sie zum Teil mit irgendwie 8 Kilo CO2 pro Kilogramm ab, so wie Rindfleisch irgendwie. Tatsächlich sind sie schon besser. Das ist ja quasi der Durchschnittswert. Aber es dürfte der Transport immer noch deutlich weniger ausmachen. Also die Lkw-Fahrt von Spanien dürfte tatsächlich viel, viel weniger ausmachen als quasi die Regionalität in diesem Fall. Okay, vielen Dank. Dann eine weitere Frage, zu welchen Zeiten im Jahr sollte man zur spanischen statt zur österreichischen Paradeiser greifen? Ja, das ist eine gute Frage. Saisonkalender. Schaut in den Saisonkalender hinein. Die österreichische Tomate, da gibt es einen Saisonkalender von Bio Austria, der ist zum Beispiel super. Schaut hinein, wann sie Saison haben. Es ist weniger, als man vielleicht denkt. Ja. Es sind 4 Monate vielleicht. Okay, dann eine weitere Frage. Gäbe es eine echte Alternative zu Palmöl? Denn selbst der biologische Abbau scheint doch bloß eine zertifizierte Alternative zu der konventionellen Zerstörung des Regenwaldes zu sein. Ja, Palmöl. Ich hätte gern eine ganze Stunde nur über Palmöl geredet. Es ist nicht so einfach. Palmöl hat vor allem für die, und auch hier hilft es, auf unverarbeitete Lebensmittel zu setzen. In Wahrheit lösungsorientiert bringt man das Palmöl. Palmöl wird auch für Energiegewinnung, Energieverwendung eingesetzt. Aber bei uns wird es eigentlich kaum zum Kochen, Braten eingesetzt. Das heißt, Palmöl ist für verarbeitete Produkte bei dem derzeitigen Stand der industriellen Nahrungsmittelproduktion unabdingbar. Es hat einfach einige chemische Eigenschaften, die eigentlich durch kein anderes Pflanzenöl ersetzbar sind. Und wenn man versuchen würde, dass es gibt da auch interessante Studien dazu, das würde nur teilweise was bringen, wenn man diese Öle jetzt ersetzen würde. Also da müsste man dann wirklich ganz, ganz regional nur noch irgendwie Rapsöl verwenden für verarbeitete Produkte, was irgendwie derzeit, wenn man überlegt, Kraft Foods irgendwie und irgendwie Mars, das wird in die ganze Welt transportiert. Also also momentan lässt sich das jetzt in einem Satz quasi die verarbeiteten Lebensmittel lassen sich nicht mit einer nachhaltigeren Variante des Öls wirklich verbinden. Da einfach braucht es
laut der Nahrungsmittelindustrie einfach auch noch das Palmöl. Und das in chemischer Hinsicht stimmt es auch. Unverarbeitete Produkte spart man Palmöl komplett. Wie schaut das, das sind wir bei den verarbeiteten Produkten aus, mit dem Fußabdruck aus, wenn ich sie damit vergleiche, dass ich die Zutaten selber kaufe und zum gleichen Produkt verarbeite, was ja auch Ressourcen braucht. Ist das dann immer noch besser? Da muss ich mir jetzt ein gutes Beispiel überlegen, dass ich mir das dachte. Prinzipiell schon. Weil, warum? Weil du einfach selber einfach nachhaltige Einzelprodukte einkaufen kannst, wohingegen die Industrie nur einfach die billigsten Produkte kauft, prinzipiell. Zweitens auch ja, weil dazwischen liegen meistens Transportwege, Lagerungswege, die auch Strom einfach auf den verschiedenen Schritten irgendwie der Wertschöpfungskette. Also die Verarbeitung macht an vielen Schritten relativ komplex was aus. Also Kühlung, wenn man sich überlegt, zum Beispiel in der Bäckerei, diese ganzen Backwaren werden dann auch dazwischen irgendwie gekühlt, aufgewärmt, gekühlt. Ja, insgesamt würde ich sagen, als Grundregel ja. Zu Hause kochen ist sicher das Nachhaltigere, auch wenn man verarbeitete Sachen sozusagen macht. Und wahrscheinlich auch gesünder. Eine Frage, die auch mehrfach gekommen ist, ist, warum Bio-Butter oder auch andere Bio-Lebensmittel oft so Spitzenreiter sind bei den CO2-Werten. Ja, Vorsicht, das ist quasi ein Durchschnittswert. Auch hier gibt es eine Bandbreite, das ist das eine. Und bei Bio ist die Bandbreite halt kleiner und halt insgesamt ein bisschen weiter oben. Und die beste Erklärung ist, dass einfach die Biotiere länger leben, weniger schnell Fleisch ansetzen, auch weniger Milch produzieren und dann einfach auch mehr Futter brauchen. Auch hier ist es halt wieder das Futter, nicht? Mhm. Aber in anderer Hinsicht ist Bio nicht so schlecht. Wie gesagt, das Einzige, was vielleicht nicht wirklich funktioniert, ist klimaschützend mit Biofleisch, quasi in den gleichen Mengen. Das funktioniert halt nicht. Dann eine weitere Frage. Reichen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, um eine pflanzenbasierte Vollwertnahrung als Arzt jedem Patienten anraten zu können? Kommt darauf an, wie viel Zeit man sich für den Patienten nimmt. Die Daten sagen ja. Also wie gesagt, ich kann euch nur dazu einladen, schaut euch die Literatur dazu an. Es ist wirklich faszinierend. Je mehr Obst und Gemüse, desto länger leben die Patienten, desto weniger Krankheiten kriegen sie. Diese paar einzelnen Nährstoffe, die fehlen, die stehen, vorsichtig ausgedrückt, eigentlich bei den non-communicable diseases in keinem Verhältnis zu den paar Sachen, die man bedenken muss, wie dem Vitamin B12. Alle anderen Sachen sind relativ gut in den Griff zu kriegen, wenn man auf die richtigen Nahrungsmittel setzt. Calcium, Eisen und so weiter ist eigentlich kein Problem. Omega-3 ist man sich nicht ganz sicher. Ist man sich einfach nicht ganz sicher. Es gibt Riesenstudien, die sagen das eine, Riesenstudien, die sagen wirklich genau das andere. Scheint aber nicht den Rieseneffekt rauszumachen, muss man auch sagen. Also insgesamt muss man sagen, wenn der Patient bereit ist, auf so eine Ernährung umzusteigen, profitiert er sicher wahnsinnig davon. Ihr habt es ja beim Janik gesehen, Bluthochdruck, LDL-Cholesterin, er profitiert unfassbar davon. Nur, und vor allem, er muss nicht Kalorien reduzieren. Das kann eine Hilfe sein. Wenn der Patient bereit ist, auch Kalorien zu reduzieren, kann man vielleicht so einen Mittelweg finden. Und der Effekt tritt schnell ein, wie ihr vielleicht bei mir gesehen habt. Genau, das wirklich Geile ist, schaut sich die Studien auch in dem Zusammenhang an, das geht wahnsinnig schnell. Innerhalb von 1-2 Wochen sind die Leute mit dem Cholesterin herunter, mit dem Blutdruck herunter. Es ist wirklich spannend, man muss es nur durchhalten. Und das ist dann auch Teil unseres zweiten Webinars, wo wir ein bisschen reden, dass ein bisschen die Psychologie vielleicht dahinter sein könnte, seine Ernährung umzustellen, um jetzt nochmal Werbung zu machen. Dann noch eine Frage. Woher weiß man im Supermarkt, ob das Gemüse aus Spanien oder Italien nicht auch aus Gewächshäusern kommt? Ja, Saisonkalender aus diesen Ländern anschauen. Ne? Ja. Ich schaue. Das ist natürlich auch nicht so leicht. Auch da, im Prinzip kommt es aus Spanien eher nicht aus dem Gewächshaus. Natürlich gibt es das auch. Es gibt auch Paprika aus dem Ausland, aus dem Gewächshaus. Das gibt es schon. Das ist dann die Bandbreite relativ groß. Das ist dann oft tatsächlich gar nicht so leicht. Also muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das nicht so hundertprozentig jetzt beantworten kann. Da würde ich versuchen, mich noch ein bisschen zu informieren und euch beim nächsten Webinar irgendwie bessere Antworten zu geben. Prinzipiell schneidet die spanische Tomate durchschnittlich ziemlich gut ab. Also das ist ja der Durchschnitt des ganzen Jahres
Und da schneidet die eigentlich die spanische Tomate sehr gut ab. Das heißt, man kann darauf schließen, dass sie meistens nicht aus dem Gewächshaus kommt. Okay, vielen Dank. Noch zum Wasserverbrauch. Wie sehr sollte klimafreundlichkeitstechnisch der Wasserverbrauch auch berücksichtigt werden? Es wurde eh auch erwähnt, aber vielleicht, dass man noch einmal drauf eingeht. Komplexes Thema. Es kommt auf das Wasser an. Es gibt sogenanntes grünes Wasser, das Oberflächenwasser, von dem haben wir in rauen Mengen. Dann gibt es blaues Wasser, das ist das, was aufgewendet und quasi gepumpt werden muss. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, wenn man das alles hintereinander plottet, so wie das in einigen Studien gemacht wird, CO2 und Wasser und Phosphor, weil es ist doch unterschiedlich was wert, würde ich sagen. Das ist nicht leicht, das irgendwie auf eine Skala zu hauen. In einem Satz, Wasserverbrauch ist wichtig, vor allem das sogenannte blaue Wasser. Und da zählt zum einen wieder das allgemeine Prinzip, tierisch ist halt einfach mehr als pflanzlich. Und dann gibt es eben einige Ausreißer, wie zum Beispiel Öl, vor allem Olivenöl, ist das einzelnes Produkt das Produkt mit dem höchsten Wasserfußabdruck. Das heißt, auch hier muss man sagen, wenn man pflanzlich unverarbeitet als Regel hernimmt, dann ist man... spart man da viel ein. Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Also vielen Dank noch einmal an alle unsere Vortragenden heute und an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.